und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Super. Ja, ich bin der Stefan Kröll. Und jetzt muss ich fragen, bin ich in, wie heißt es, in Horsting? In Horsting. Da habe ich ja letztes Mal schon so Probleme gehabt. Die haben so einen Herfahren nur mal geübt, gell? Horsting. Das ist schwierig. Das andere heißt Kiram. Ja. Da gibt es eine ganz feine, mit einem Augenzwinkern Rivalität, so her ist raus, oder? Ja. Da bei uns, ich komme aus der Gemeinde für Kirchenwesterham. Und ja, jetzt ist es immer noch bei den Alten zumindest, so klar mit dem Augenzwinkern. Und das heißt, wenn ein Westerhammer in Verkirchenden mit einem Radl ist und hat eine Platten, dann schiebt das Radl heim, weil er mit der Luftpumpe keine Verkirchener Luft in seinen Reifen reinpumpt. Bei der letzten Landtagswahl die Grüner gewählt habe. Gell? Dann ist schon ein paar Jahre gegangen. Weil ich die Grüner kannst du schon ein bisschen fahren. Gell? Das ist ein moderner Ablasshandel. Es dürfen dann die Kinder bald wählen, da freue ich mich schon, es dürfen dann bald meine Kinder wählen, dann können wir eine schöne Kreuzfahrt machen. Gell? Dann fahren wir auf, Hurtigruten ins Polarmeer. Das ist wunderbar, kannst du mit dem Kreuzfahrtschiff da direkt an den Eisberg hinfahren und bei laufendem Motor zuschauen, wie der Berg schmilzt. Wunderbar. Jetzt geht es ja gleich wieder los, jetzt musst du dich um einen Christbaum kümmern. Und wer nicht das Glück hat, dass er einen Bauern hat, der ihm jedes Jahr einen schönen bringt oder selber da einen holt, der muss dann, genauso wie ich, in das weihnachtliche Bauzaungehege am Nettoparkplatz bei 19 Grad, Schrägregen, kaufst du deinen Baum. Und beim Verkäufer schaut der Baum aber wunderbar gleichmäßig aus. Du freust dich, hast du so einen tollen Baum. Und du gehst um den Baum um und der Verkäufer dreht ihn so. Und das ist der Grund, warum der Baum daheim seltsam große Lücken hat. Hinten fällt komplett der ganze Scherzel und der Frau sagt, ja, jedes Jahr bringst du nur einen Kreisligern heim. Das hat sich bei meiner Frau so eingespielt, das war, kommt aus der Zeit, wo sie mir ihre Eltern zum ersten Mal vorgestellt hat. Dann haben die eben gesagt, jedes Jahr bringst du nur einen Kreisligern heim. Es hat so ein bisschen gebraucht, aber es ist schon durchgelaufen. Ja, 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 ja. Goldrausch. Am 19. Februar 1519 betritt der spanische Eroberer Hernán Cortés zusammen mit 600 Soldaten in Mittelamerika die Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan. Die Hauptstadt der Azteken ist im 16. Jahrhundert mit über 70.000 Einwohnern die größte Stadt der Welt. Hernán Cortés unterwirft auf grausame Art und Weise das Volk der Azteken und erbeutet tonnenweise Gold. Ihm folgen tausende Eroberer aus ganz Europa. Aber nur die wenigsten werden richtig reich. 2015 gründet der BWL-Student Jürgen P. in seiner überschaubaren 220 Quadratmeter Wohnung ein Internet-Startup-Unternehmen mit dem Ziel, ein Millionenprojekt aufzubauen. Jürgen P. hat eine App entwickelt, die die Mitbenutzung von Wäscheleinen organisiert. Eine Wahnsinnserfindung. Aktuell hofft er auf die Einführung der Grundsicherung für alle. Nicht direkt zentral, das kann man jetzt nicht sagen. Wir wissen eigentlich immer, ist mir aufgefallen, dass wir immer, wenn wir irgendwo rausfahren, durch ein Waldstück durch müssen. Also egal welche Himmelsrichtung, wir fahren erst durch einen Wald durch. Jetzt weiß ich nicht genau, ob die anderen hinter dem Wald wohnen. Ich habe da so einen Verdacht. Gell, früher waren wir nicht so zimperlich mit den Kindern. Gell, da schürkeln lassen und Platz gemacht vorne und hinten. Das ist halt schon ein bisschen anders. Und auch mit einem Goldrausch was zu tun, dass man die Kinder da in einer Art und Weise erzeugt, die ja wahrscheinlich am Schluss nicht zum Goldrausch führen werden. Ist ein Klischee, ich weiß schon, aber es hat schon was für sich. Schau, unsere Freund von uns, ihren Sohn, der Bulli kann nur einschlafen, wenn er mit dem Kopf auf dem Bauch von der Mama liegt. Der Kerl ist 19 Jahre alt. Weißt du, wie der heißt? Ja. Weißt du, wie der heißt?
Der heißt Dorian Alexander. Dorian Alexander. Weil die Idee von den Eltern war, wenn er der Messias später mal Botschafter wird oder Vorstandsvorsitzender, dann ist Dorian Alexander Krüger schon ein Top-Name. Jetzt ist aber der Dorian Alexander durchs Gymnasium durchgefallen. Und weil hochbegabt, hat er die Realschule auch nicht geschafft. Jetzt sagen die Eltern zu mir, wir kennen uns, dann sagen die Eltern zu mir, musst du dir vorstellen, sagen die Eltern zu mir, du, das, wenn wir gewusst hätten, dass der Bub fürs Gymnasium zu blöd ist, dann hätte man Stefan auch dürfen können.